It's time for World Underground Wrestling. Doping ist nach wie vor in der WoW verboten. Das gibt es nur in der ROE. Du nimmst ihm seine Blutbahnen weg. Bringt sich aber ein bisschen Mitleid oder so. Der hat sich, also da vorne hat er sich auch so eine Dose reingesteckt. Ey, der ist extra aus Schottland hergekommen, Quinze. Nein, ist er nicht. Der lebt schon seit 20 Jahren in Österreich. Das ist aber er ist ein heißblütiger Schotte, das sieht man sofort. Ringfrei! Ah, kampffrei, Entschuldigung, Alte. Hört auf zu kuscheln, Pferde! Es wird härter! Wir schenken sie nichts! Ja, was ist stärker? Irisch, also schottischer Whisky, schottisches Bier oder ein Wiener Original? Und das schmecken tut das Otterkringer besser als das Guinness. Das war so aus Erfahrung. Aber ich mag wieder den Kräftevergleich, komm! Drucker, wer immer, wer gewinnt? Stopp, One moment, please. Jawohl! Ja, Doping, diesmal ist erlaubt anscheinend. Was? Der tut ja nur. Der braucht sein, der so mit der Pompe braucht er sein Spinat, so braucht er sein Bier, wo ist das Problem? Ja, jetzt hat er mehr gehabt, pass auf. Das ist ja klar. Wait. Okay, also er hat Doping mit, das kann schießen ja nicht. Ist er jetzt im Guinness-Buch der Rekorde, ne? Nein, er ist im Guinness-Buch der Trinker. Ah ja. Wo kommst du bei den Radlhosen, Alter? Radlhosen, was ist das für ein Name? Oh, er ist jetzt immer gleich, stark Edelweiß. Also, was ist das? Warte mal. Jetzt kriege ich einen durch. Stell dir noch einen. Ja, Drucker, mal an den Trinker, komm. Drucker, komm, was? Er macht ja nichts. Komm, Drucker, hey, hallo? Oh. Okay, das ist aber unfair, Autokringer. Das ist. Also, ja, siehst du, das ist nett. Oh, es gibt schon Regeln, aber der Referee ist jetzt langsam, dass er reagiert. Also bei mir hätte es jetzt sowas von nicht an. Okay, aber für Information, aber mach einfach weiter, ist eh wurscht. Es gibt ja wohl Regeln, allerdings nicht viele. Und die Schotten sind harte Hund. Ich sage nur Braveheart! Ist so gut? Also das brauche ich eh nicht übersetzen. Where's your fucking drink, eh? Ich habe ja dann durch. Nächste nette Bier, weil sonst. Prost, Alter! Jetzt geht aber wirklich schon durch. Prost, Alter! Ja, Prost, Alter! Jetzt holen wir mit der Technik. Die Technik kommt jetzt, Alter, verstehst du? Jetzt packt er die Technik aus, na schauen wir mal. Das war absolut technisch. Da flutscht die Technik, scheiß mir euch. Ein technisches Manöver mit dem Fuß. Ein technisches Manöver mit 136 Kilo. Verlieren nicht deine Hose. Der Autogringer bringt uns aus der Hundertbahn. Mach ihn zu Heggis, Auto! Was ist? Mach ihn zu Heggis! Ja, woher soll ja wieder wissen, was ein Heggis ist? Ich weiß es ja nicht. Heggis! Anscheinend. Aber ich glaube, der ist schon betrunken ein bisschen. Sei nicht noch. Ja, Techniker sind's nicht vom Herrn, aber Schlägern zum. War das jetzt der Alkohol oder der Schlag? Ich glaube, das war der Alkohol. Elbow!
Der muss noch ein bisschen fester hier an das Spiel, ja. Na, Scotty Schellbaum! Oh, der war schöner! Es kommt der nächste, und da verwechselst du nicht, weil sonst kriegst du Zwitter und überhaupt. Rowdy McGinnis! Rowdy! 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 Hallo? Hallo? Herr Otto, du bist ja schon betrunken, Herr. Du hast eine meterlange Fahne. Sechs Minuten Kampfzeit. Ich glaube, wir müssen den Kampf abbrechen. Der Otto ist schon so betrunken. Das ist mir sowas von wurscht. Oder sowas von Haggis. Atomic Drone! Mein Arsch steht mir weh, also mein Popo, Entschuldigung, was ich denke. Na, damit da! Das tut mir voll weh, also mir reden Gott sei Dank. Ansatz! Das war zu lang. Body Slam! Oh! Oder der Bube! Das waren 136 Kilo plus Gewand, also 180 Kilo. Ja, er ist der Highlander! Plus 2 Liter Bier sind 140 Kilo. Die Highlander sind unsterblich! Nein, nur die mit dem Schwede. Und die, die nicht geköpft werden. Sieben! Es kann nur einer geben. Das ist unser Grenze. Wo sind wir? Achso. Ich hab gesagt, der ist betrunken. Das ist mir wurscht. Der hat einen Vertrag unterschrieben. Der hat einen Vertrag unterschrieben. Der hat zu kämpfen. In 10 Minuten. Gut, da hat's ihm zurück. Nochmal. Boris Lehmann? Aber jetzt nicht auf einen liegenden Hit reden. Ein Bionic Electro. Das ist ein Pivoto Electro. Ein Chinlock. Wieder da aufgeben. Gibst du auf? Aber ich glaube, die Schotten kennen das Wort Aufgabe nicht in ihrem Jargon. Fuck you ist die richtige Antwort, wenn die auch nicht besser kennen. Oh, Chinbreaker! Mir tut einer das jetzt weh. Mir auch. Das ist gegangen aufs Kino und aufs Jochbein. Das aufs Kino und aufs Kopfbein. Oh, der wird anzug. Was sagen Otto-Fans? 7! 8! Naja, steht schon wieder, weiter geht's. Ich glaube, der Otto hat einen Durst. Gibt's ihm Zeit, dass er was trinken kann? Na. Aber nicht antreten. Otto, jetzt fang einmal an! Ja, entspann dich, Alter. Was du machen, du mal eh alles. Also das Publikum möge sich entspannen und der Alte auch, oder wurscht. Wir haben eh Zeit, Alter. Du hast noch Zeit. Naja, es ist schon 6:30. Ich hab da eigentlich eine Verabredung gemacht. Und 9 Minuten Kampfzeit. Double Exempel. Oder will wir einen Großlangen ansetzen? Oh, da hat er nicht mehr ausweichen können. Ah, der hat nicht ausweichen, der ist noch nicht fertig. Red mit ihm. Noch ein Atomic-Drop. Das tut dem Steißbein weh. Ah, noch einmal das Ganze. Aua, das tut mir da vorne weh. Das war die Otto-Line statt die Close-Line. Ja, wenn er nicht will, dass da zu ist, zahlst du halt nicht an. So einfach ist die Hockey als Referie manchmal. Ich glaub, das war's. Jetzt ab das Licht. Ja, zu Hause. Wo sind die Rowdy-Fans? Rowdy! Wir sind schon bei 5! 6! 7! Oh oh, er kommt schon da, er ist schon auf 8! Nein! Also er steht schon. Oh je, also jetzt sind wir wirklich beim Doping. Das ist ja kein Stehen! Der ist anzünden! Ja, aber er liegt nicht, also ist wurscht. Und er dann durst!
Hörst du eh an, oder? Ich bin so auf dem harten Boden! Zwei! Ja! Drei! Da sind jetzt Beine ausgenockt! Vier! Sechs! Sieben! Bei 20 ist es Glücks auf der Mattenfläche! Neun! Zehn! Wo gehen die hin? Elf! Da ist die Körperfläche! Zwölf! Da sind sie in der falschen Richtung! 13! 14! 15! 16! 15! 18! Come on! Also, so geschissen ist der Havringer gar nicht. Ja, ist okay. Mit ein paar Halbe. Liebe! Ich meine, ich mag die Amerikaner eigentlich, wenn sie jetzt in der Hand gehalten haben. Das ist ein Schotte, Herr! Ist ja wurscht, oder? Wir haben ja alle den im Dingsbumser. Ach, Chile ist schon wurscht. Jetzt gibt's eine Pause, saufen ein Bier und dann geht's weiter. Prost! World Underground Wrestling.